Hallo und grüß Gott und gut, dass du oder ihr auch wieder eingeschaltet habt für die Sonntagsausgabe. Ja, es sind zwei Folgen ausgefallen, weil ja ziemlich viel zu tun ist oder auch zu tun war und es gibt noch was zu tun, das ist auf jeden Fall klar. Und Sonntagsausgabe, Odyssey in Varant, erfüllte Mission, Schatzsuche in den Katakomben, gucken wir doch mal, ich habe ja den Schatz gefunden, ne? Wir haben ja auch geguckt, was das für ein Ding ist. Das ist eine goldene Schatulle. Mehr ist das nicht. Jetzt pass mal auf. Jetzt haben wir ja hier unter erfüllte Missionen den Spitzel. Das ist ja der Abdallah. Und der Wirt hat mich ja darauf gebracht, ihn nach unten in die Katakomben zu bringen. Ich werde jetzt mal aus den Katakomben mich heraus manövrieren und dann werden wir mal zum durstigen Assassin den Wirt besuchen. Vielleicht ist er neugierig, upsala, und guckt mal und sagt irgendwas dazu. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Raus aus den Katakomben, hier ist Amat. Hey. Hast du noch was außer Handeln? Nee, hat er nicht. Ja, Schutz des Herakles. Und jetzt gehen wir zum... Na, muss wieder rein, dann ist klar. Jetzt gehen wir mal wieder zum Wirt. Noch mal nach. Ja, das müsste da sein. Lulu. So bist der durstige Assassine. Du bist der Adept. Du bist Rolf. Den habe ich, muss ich mal aufschreiben nochmal. Habe ich noch gar nicht aufgeschrieben, dass der auch noch da alles ist. Klar? Ja, danke. Mir geht es soweit gut. Sonst nix? Alles klar? Ja, danke. Mir geht es soweit gut. Sonst nix. Da ist der Wirt am Putzen. Leider auch nicht. Und du bist Mirko, mit dem könnte ich spielen? Naja. So als Zeitvertreib, so mal zwischendurch können wir das machen. Ja. Okay, das interessiert dann wohl keinen, dass ich den Schatz des Herakles gefunden habe, auch nicht den Wirten. Dann würde ich mal abspeichern. Jipp. So, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wo Torres ist, weil ich den noch gar nicht gebraucht habe. Ich denke aber, ich erstmal... Also wegen der 30 Säcke Mehl, das lässt mich ja auch noch nicht locker. Kann das sein, dass er hier irgendwo ist? Kasim? Viktor? Charon, Dataron. Gibt's denn was Neues? Nein. Charon, es wäre eigentlich unmöglich, seine Rolle mit Sprüchen zu klauen. Es wäre auch wieder fast unmöglich, Schlüssel zu stehlen. So, okay, da gehen wir dann mal. Wo war der? Toll! Vergessen aufzuschreiben. Elite-Assassine, war der irgendwo hier? Sieht nicht so aus, wie nur die Tamara. Okay, dann geht's raus. Ja. So, okay. Auf der Suche nach Torres werde ich mich wieder einblenden und gucken, ist nur ein Händler. Und dann weiter berichten. Ja, nach einer Nacht ein bisschen schlafen habe ich den Torres doch endlich gefunden. Ich möchte Meister Tataron sprechen, nach Parole fragen. Aha. Wegen Bahal kann ich bei dir etwas lernen. Ja, erstmal wegen Bahal. Was wegen ist denn Bahal. Da? Ich habe mich um seine Probleme gekümmert. Ach so, okay. Gut, ja. Dann wäre das erledigt. Gut. Nach Parole fragen. Meister Tataron, das geht ja noch nicht. Kann ich etwas lernen? Ja, dann mach nach Parole wegen fragen. Wegen dem Mehl. Hast du es? Nein, Sanchez kann es mir erst geben, wenn er von Hassan die Erlaubnis dazu bekommen hat. Verdammt. Du kommst jetzt nicht in die Festung, was? Ja. So ist es. Wie komme ich jetzt hinein? Man braucht eine Parole, um in die Festung zu kommen. Kennst du sie? Ja, ich kenne die Parole. Aber sie ist streng geheim und nicht für jedermann bestimmt. Nun, ich denke, du hast keine andere Möglichkeit, als sie mir zu nennen. Sonst wirst du nie zu deinem Mehl kommen. Da hast du verdammt nochmal recht. Aber ich könnte ja auch einen anderen schicken. Dann tu es doch. Ich muss nicht diese Arbeit unbedingt übernehmen. Na gut. So schnell werde ich jetzt niemanden finden, der an deiner Stelle das Meer holen kann. Aber ich warne dich, wenn du mein Vertrauen missbrauchst,
schlage ich dir einhändig die Fresse ein. Nicht aufs Maul? Ja, wie laut die Parole jetzt? Hä? Möchte Meister Tate, kann ich etwas bei dir lernen? Was kann man bei ihm nochmal machen? Ich soll dir was... Warum sollte ich das tun? Also, erst okay. Wenn dein Ruf in der... Aber ja, genau, richtig, ja. Ja, da müssen wir mal gucken hier mit der Parole, was da jetzt ist. Mal gucken. Zugang zur Festung Amarna. Okay, da muss ich wieder... Boah, das ist wieder so durcheinander. Irgendwas mit Mehl für die Stadt Uga. Vielleicht ist es das. Ich habe Torres mit... Ja. Er gab mir einen Zettel mit. Ach so, er gab mir einen Zettel mit. Da ist eine Parole drauf wahrscheinlich. Dann werden wir uns mal die Zettel angucken. Und durchwühlen hier im Inventar. Ja, hier ist sie. Hier ist die Parole für Amarna. Die Bescheinigung. Lesen wir mal. Neue Parole, die neue Parole für Amarna lautet: Die Macht ist mit uns. Strengste Geheimhaltung. Torres, Kommandant von Ugar. Die Macht ist mit uns. Das klingt sehr nach Star Wars. Also Star Wars. Ja, da lag ich mit meinem Joghurt doch nicht so daneben. Ja, aber jetzt müssen wir wieder zu diesem Amarna hin. Das wird wieder ein Ritt. Ich melde mich wieder. So, jetzt angekommen. Ja, mal gucken, ob er die Parole stimmt. Wie war das nochmal? Möge die Macht mit uns sein? Nein, die Macht ist mit mir oder irgendwas. So, jetzt mach mal bitte schnell das Tor auf. Ich will in die Festung. Du schon wieder? Ich habe dir doch schon einmal gesagt, dass ich niemanden hereinlasse, der die Parole nicht kennt. Die Macht ist mit uns. Ja, Welche Macht? Ach so, na klar doch. Die Macht. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Na, dann werde ich mal das Tor öffnen. Warte einen Moment. Rüttel schon mal an den Gitterstäben, dann geht's schneller. Nur mal rütteln. Ah. Ah, verstehe. Okay, dann musst du erstmal ums Eck, damit, damit das erstmal... Okay, komm. Ja, jetzt bin ich rübergesprungen. Oh, endlich. Wir sind in Amarna. Da ist nämlich... Mist, das Tor klemmt wieder. Muss mal richtig geölt werden. Tja, finde ich auch. Halt, einen Augenblick noch. Ja, was ist noch? Mach hier bloß keinen Ärger, verstanden? Mit Störenfrieden machen wir hier kurzen Prozess. Merkt ihr das? Mit Störenfrieden, ja. Ich brauche ja Mehl. Mal gucken. Jetzt bin ich in Amarna drin. Gibt's irgendwie einen Eintrag bei Mehl. Wo ist denn Mehl? Da. Nein. Die Zeile. Ich habe Torres mitgeteilt, er gab mir einen Zettel mit. Ja. Okay. Dann ist wohl jetzt das erledigt erstmal, dass ich hier drin bin. Gehen wir mal links rum. Darf ich hier rein? Sieht gut aus, dass ich hier rein darf. Eine Amphore. Jetzt wird das wieder so. Nee, ich werde mich erstmal draußen aufhalten. Bam, 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 bam. Wer bist du denn? Du bist Karim. Du bist Karim. Na, gucken wir doch mal. Ein Teil ist in Uga zu finden. Das meiste muss ich bei Müller Sanchez holen. Ja, genau, haben wir ja. Karim von Karim ist so. Ich sehe nicht die Rede. Aber Hassan, der müsste hier sein. Und das ist unser Schlüsselmensch. Aber Karim. Hallo, du bist Händler? Ja, das bin ich. Mein Name ist Karim. Du bist fremd hier? Wie du siehst. Ich bin auf dem Weg nach Ashdod. Oh, da hast du noch einen weiten Weg vor dir. Da kannst du bestimmt das eine oder andere gebrauchen. Sieh dir ruhig an, was ich habe. Dann gucken wir mal, was Zeig hast du mir deine Ware. Was hast du denn Leckeres? Okay, hat auch wieder ein paar Tränke. Ich habe übrigens sehr viele Dinge verkauft. So Schamdidel, Schamdudel, so Schmuck und Tellerches und sowas. Dann gucken wir mal, was hast du denn? Moment mal. Birnenkompott, kräftiger habe ich schon. Karottensuppe, okay, das war es dann wohl. Aber so wie es aussieht, hast du hier, was haben wir denn hier? Fischsuppe, haben wir hier außergewöhnliche Suppen. Zwiebelsuppe.
Karottensuppe, nee. Ja, Karim, tut mir leid, du hast kein Mehl, oder? Hast du Mehl? Du hast Korn. Was ist denn das? Das ist ein Teppich. Ja, ich würde mal sagen, hat er irgendwelche neuen Rezepte? Kann ja. Stopp! So wird ein Schuh draus. Danke. Ja, Rezepte. Birnen haben wir ja schon geguckt. Jo, sind das Dunkelpilz? Nein, das sind Butlerfleische. Okay, bis hierhin. Wie laufen denn die Geschäfte so? Wie laufen die Geschäfte? Nun, ich kann mich nicht beklagen, obwohl... Obwohl was? Nun, es gibt da ein kleines Problem. Vielleicht aber kannst du mir helfen, es zu lösen. Kommt darauf an. Was soll ich tun? Ich habe erfahren, dass meine Waren, die ich aus Ishtar bestellt habe, endlich am Pass eingetroffen sind. Es sind 4 Kisten voller wertvoller Waren. Könntest du sie vielleicht für mich abholen? Warum nicht? Bei wem soll ich sie abholen? Am Pass habe ich ein kleines Warenlager. Melde dich dort bei Sorhab. Er soll dich in das Haus lassen und dir den Kellerschlüssel geben. Dort findest du 4 Kisten. Gut. Und was bekomme ich dafür? Wenn ich wüsste, ob du genug Zeit hättest, dann würde ich dich recht großzügig entlohnen. Ich verstehe dich nicht. Was meinst du? Nun, es reicht nicht, die 4 Kisten abzuholen. Sie müssen natürlich auch zu den jeweiligen Empfängern gelangen, die sie bestellt haben. Und wer sind diese Leute? Zum einen ist das der Herr dieser Stadt, der Schwarzmagier Belassar. Dann der Händler Ishkra in der Stadt Ugar. Des Weiteren Malik, der Kommandant des Beliadturms. Und zuletzt der Schmied Ottega in Ashdod. Geld brauchst du von diesen 4 nicht zu verlangen. Sie haben alle schon im Voraus bezahlt. Du musst nur die Waren abgeben. Nun, was sagst du? Ja, wie viel zahlst du denn? Ne? Das scheint mir ja eine ganz schöne Weltreise zu werden. Ja. Aber na gut, wie viel zahlst du dafür? 200 Goldstücke. Oh. So siehst du, dass ich recht großzügig bin. Nee. Das ist mir zu wenig. Ja. Da musst du mir schon mehr geben. Was? Zu wenig? Was fällt dir da ein? Ich verdiene ja fast nichts an der Sache, wenn ich dir 200 gäbe. Das glaubst du ja selbst nicht. Gib mir etwas mehr und ich übernehme den Auftrag. Na gut, wie viel verlangst du? 600. Gott, 400, 300, 250. Ich sag 400. 400. Was, du unverschämter Kerl, was fällt dir ein? Na warte. Weißt du was, such dir jemand anderen zum Handeln. Ich verkaufe dir nichts mehr. Echt nicht? Mal gucken, ob das funktioniert mit Kari. Nee. Vergessenspruch hat leider nicht geklappt. Muss ich neu laden. Gut. Sorry. Gut. 200. Dann gehen wir mal auf 300. 300. Tja, das ist mir leider zu viel. Dann muss ich mir wohl jemand anderes suchen. Warum? Nochmal. Ja. Da war ich wohl zu gierig, ne? Und dann muss es ja mit 250 ja wohl klappen, oder? 250. Na gut, 250. Aber das ist das schlechteste Geschäft meines Lebens. Okay. Waren aus Ishtar. Hoffentlich steht alles drin, wer da ist. So, bob. Waren befinden sich im Kellerraum von Sorabs Haus. Anschließend soll ich die 4 Kisten Empfängern bringen. Das sind die Schwarzmann Belassar, Herrn Ishkra, ja, Schmied Ortega und 4 Leute. Und dafür kriege ich nur 4 und da kriege ich nur 250 für. So, der hätte mehr bekommen können. Ja, da steht, mehr Goldstücke hätte ich nicht bekommen können. Ja, wunderbar, speichern. Dann wollen wir uns noch mal ein bisschen umgucken. Da sind wir her. Hier oben kann man irgendwo rüberlatschen, aber lass uns erstmal hier auf diese untere Ebene bleiben. Und das sieht aus wie ein Getränkehaus. Wird aber nicht angezeigt. Ups. Ein Getränkehaus.
Getränkemarkt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Brauche ich einen Getränkemarkt? Ah, Bayer! Hallo, bist du der Schmied? Ja, so ist das. Ich bin Bayer. Ich nehme an, dass du schon von mir gehört hast. Nicht wirklich. Ich bin allerdings fremd hier und erst seit kurzem in Varant. So, na, dann ist deine Unkenntnis zumindest einigermaßen zu verstehen. Vater des Unverstands. Ich bin der berühmteste Waffenschmied von Varant. Meine Klingen sind die schärfsten, die es gibt. Wenn du genug Gold bei dir hast, kannst du bei mir eine Waffe erwerben, um die dich jeder beneiden wird. Kenn ich das irgendwoher? Natürlich. Bin ich Vater des Unverstands, ich bin der Sohn vom Bosbar. Also, kann ich vielleicht etwas für dich tun? Was für Waffen stellst du her? Kannst du mir zeigen, weil ich Waffen schärfen kann? Ah, auch cool. So. Was für Waffen stellst du her? Alles. Ich schmiede Waffen aus magischem Erz, aber natürlich auch ganz gewöhnliche Waffen. Aber leider habe ich nicht mehr so viel von dem magischen Erz. Sonst könnte ich wieder mal ein mächtiges Schwert schmieden. Schmieden. So, kannst du uns Waffen schärfen können, kann ich bei dir Zubehör zum Schmieden bekommen. Mal gucken, was er Außergewöhnliches hat. Schmieden bekommen? Von mir aus, was brauchst du? Ja, okay. Schmiedehammer, Pfeil, Bolzen, Giftbeil. Das Übliche, ne? So, dann, mal gucken. Kann ich vielleicht etwas für dich tun? Du willst dir wohl eine Kleinigkeit dazu verdienen, was? Genau so ist es. Gut, ich hätte tatsächlich etwas, das du für mich tun kannst. Seit Wochen warte ich schon auf eine versprochene Erzlieferung aus Uga. Doch bis jetzt ist bei mir nichts eingetroffen. Dabei habe ich die Kiste bereits schon bezahlt. Geh also zu Gasparino, dem Aufseher der Erzmine in Uga, und bring mir endlich meine verdammte Kiste. Wenn du deine Sache gut machst, sollst du 100 Goldstücke von mir bekommen. Aha. Kiste! Und dann war er abgeschnitten. Hey du! So, okay. Also, dann ist ja klar. Verdammte Kiste wieder haben. Erz für Bayern. Für Bayer. So, Erz mit Gasparino. Ja. Gut, dass wir jetzt einen Schleifstein haben. Nein, einen Teleportstein. Wetten? Ja. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hier ist ein Schleifstein. Hier ist noch eine Säge. Und hier haben wir eine Werkbank. Kann man jetzt Feuerpfeile herstellen? Pfeile bearbeiten. 10 Feuerpfeile, das ist nicht viel. Okay. Dann muss ich erstmal darauf verzichten und das später machen, nachdem ich genau 4 Schwefel habe. So, du bist ein Bogner. So, Verwandtschaft kommt rein. Hulam, hulam. Raus hier. Mein Gott, bist du unfreundlich. Wir sind doch Kollegen. Ich bin der Vater des Bogners Bossbau und du hast doch hier eine Bognerei. Gut. Elite Assassine. Mahmut. Hallo, ist das hier das Gefängnis? Ja, das ist es. Aber dort hat niemand etwas zu suchen, verstanden? Also lungere bloß nicht hier herum. Worauf wartest du noch? Verschwinde! Ja, ja, ich gehe ja schon. Hat aber die Hände in die Füße genommen. Oder wie war das? Die Füße in die Hände. So, da sind wir hier wieder. Oh, scheiße. Sieht aus wie zum Verkauf, ey. Das ist übel. Milch. Hallo, du gehörst zu den Sklaven? Wie man unschwer erkennen kann, Fremder. Ich heiße Stan. Kommst du von weit her? Ja, von sehr weit. Ich bin zum ersten Mal in Varant. Tja, ich denke mal, da hast du auch nicht viel verpasst. Aber lass mich jetzt in Ruhe, sonst bekomme ich noch ganz gewaltigen Ärger. Meine beiden Herren Hulam und Sadik verstehen keinen Spaß, also mach's gut. Oh, der arme Stan. Hulam und Malik. Meine beiden. Halt! Ja. Was willst du denn hier? Ich gehe ja schon wieder. Okay. Ich werde mal gleich weggeschickt hier. Okay, dann gehen wir mal ganz außenrum vorbei. Und speichern mal und machen die Musik wieder an. Oh, überall diese hängenden Käfige. Oh. Ja, das ist ein kleiner Kreis, den wir hier gezogen haben. Aber es gibt hier noch was. Was? Guckt mir einer zu? Auf die Finger? Nein? Wasser! Wasser! Haben Sie Wasser? Nein, ich verkaufe nur Krawatten. Das ist ein uralter Witz, den wir uns in der Schule erzählt haben in den 80ern. Die fand den gar nicht lustig, den Witz.
Gut, dann versuchen wir mal hier nicht reinzukommen, indem wir wieder den Spruch kriegen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ne? Ja, dann gehen wir mal in die erste Ebene hinein. Du wirst natürlich auch hier nicht mich reinlassen. Das ist ja alles eine Festung. Achtung, wetten. Oh, ich habe mich auch mal irren können. Oh, das ist eine Art Schlafsaal. Oh, was ein Riesenschlafsaal. Wer ist denn das? Elite-Assassin? Verdammt! Noch ein Assassin? Was ist los? Verdammt, was ist los? Aha. Oh, da wollen wir erstmal ein bisschen was lesen, ne? Lesen bildet. Oh, Erfahrung. Jagd und Beute. Jedes Tier und Wesen besitzt eine eigene Trophäe. Lassen die Rüstungen herstellen. Ah, ist klar. Pause-Taste. Ich kann noch nicht alles vor. Ah, so ein Schreibpult. Sorry. Kann ich was Neues schreiben? Oh, Spruchschrollen schreiben. Ja, da kann ich nicht viel machen. Feuerball höchstens. Und Feuerball ist wie, als würde ich einen Schneeball werfen. Bei den starken Leuten. Und außerdem sind die alle hitzeresistent. So, mal hier. Apfelschinken. Okay, ist keiner da. Keiner hier, keiner da. In Kanada sind sie wohl alle. Was? So, Brot, Wacholder und Kisten. Ganz viele Kisten. Was bist du? Moment, das ist ein Waffenbündel und hier steht Kampfkunst. Hui, ha! 1H. Gucken. Wunderbar. Jetzt gucken wir nach dem Buch. Ich habe im Off geguckt. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe nur gefunden, südländische Verteidigung. Das war das hier. Und da hat sich folgendes. Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Hier. Einhändermeister. Aha. Ja, nee. Geh nochmal hier drauf. Zack. Verbessere Kampf mit Einhandwaffen. Gut. Den Text haben wir gelesen. Haben wir uns auch gemerkt. Jetzt gucken wir nochmal nach. 75. Okidoki. Und jetzt ist der Typ noch nicht da, aber ich weiß, dass der jeden. Da kommt er. Und er kifft sich da einen voll. Tja. Da kann ich also nichts klauen, habt ihr ja gesehen. Was kann man denn hier eventuell stibitzen? Nee, kann man nichts stibitzen. Elite-Assassin. Jetzt kommen die alle rein. Wie spät haben wir es? Okay, so gegen Mittag. Elite-Assassin. Nein. Aber hier ist auch wieder eine schöne verzierte Truhe, die würde ich ganz gerne haben wollen. Aber er hat mir wieder einen Blick in den Nacken geworfen. Okay. Irgendwo kam es doch hoch. Kann man doch hochgehen. Ich suche diesen Hassan. Gibt es den überhaupt hier? So, oh, sind hier eine Riesenfläche. Dann haben wir hier noch nur noch Elite-Assassinen. Gehen wir mal hier rum. Gehen wir mal einfach hier rum. Okay, dann wird man wahrscheinlich von der anderen Seite reinkommen. Ist ja lustig. Ist echt eine Festung. Oh, beste Festung. Was haben wir denn hier? Okay. Worauf achtet mich einer? Nein. Keiner da. Keiner hier. Keiner da. Okay. Babam, babam, bam. Babam, babam, bam. Okay. Ist hier was am Liegen? Genau. Oh, siehst du, man sieht das gar nicht. Ein goldener Ring. Muss man echt aufpassen. Irgendwie auf der Kommode irgendwie noch was? Nee. Hier in der Ecke habe ich ja schon geguckt. Aber man weiß ja nicht. Nachher taucht es plötzlich auf. Jetzt gehen wir in die Richtung. Mal wieder so ein Verschlag. Sogar ein bisschen runter hier. Und da haben wir ein Schalterchen. Womit denn? Oh Gott, ich habe ja noch irgendwo anders in irgendeiner Wüste so eine Platte. Da muss ich auch noch hin. So langsam kann man das sich alles so nicht so gut. Naja, es gibt ja hier das Tagebuchwerk. Eintrag dazu. Und so viele Sachen, die auf einen eintrudeln. Das ist eine riesen Geschichte hier. Riesen. Das ist eine Riesen-Map. Genau, wie wollen wir das Spiel nennen? Odyssey im Auftrag des Königs. Schlechte Idee. Doch, gute Idee. So, fertig. Hier scheint es noch ein Schreibpult und eine Feder zum Schreiben geben. Na, die kann ich ja irgendwann mal wieder verkaufen für einen Apfel und ein Ei. Obwohl das wieder für zu viel ist. Jetzt geht's wieder hier runter. Ich mache das anders. Ich bleib erstmal immer Ebene für Ebene. So, weil hier nämlich noch einer ist. Und hier ist Gyros.
Ich grüße dich, Adept der schwarzen Kunst. Ich grüße dich, Adept der schwarzen Kunst. Wie ist dein Name? Ich heiße Kyros, Fremder. Was kann ich für dich tun? Kannst du mir sagen, wer der Herr dieser Festung ist? Das ist der große Magier Belazar, Fremder. Kann ich mit Belazar sprechen? Nein, nur wenn du das Vertrauen des Kommandanten Hassan erworben hast, kannst du zu Belazar vorgelassen werden. Aber auch wenn du diese Voraussetzung erfüllt hast, solltest du einen wichtigen Grund haben, mit dem mächtigen Magier zu sprechen. Ansonsten wird es dir nicht gelingen, dass er dir seine Aufmerksamkeit schenkt. Kann ich dir irgendwie helfen? Warum willst du das tun? Wenn ich genug für Amanas Bewohner getan habe, wird Hassan mir vielleicht erlauben, mit Belazar zu sprechen. Ach, so ist es. Ja, du könntest mir in der Tat helfen. Ich suche schon lange eine bestimmte Verwandlungsspruchrolle. Aber bei Belia, bisher konnte ich keine bekommen. Was für eine Verwandlungsspruchrolle suchst du denn? Die Verwandlungsspruchrolle des Löwen. Irgendwo hier in der Wüste müsste es doch eine geben. Hat denn nicht Belazar vielleicht eine? Eben nicht. Also hier in Amarna bist du bestimmt nicht fündig. Ich glaub's ja nicht. Ich hab ja Verwandlungsspruchrollen des Löwen gehabt. Es wäre gewagt. Ja, ja, also in der Wüste, aber hier nicht. Okay. Jetzt gehen wir mal hier wieder hoch. Es ist ein bisschen müßig, immer die Musik an und aus, also aus und an zu machen, damit es im Hintergrund läuft. Es ist immer nach dem Speichern, nach dem Laden. Das ist ja ein bisschen komisch. Aber genießen wir erstmal so ein bisschen die windige Atmosphäre. Hier auf dem Rand der Festung. Und wo ist, mit der Frage, wo ist Hassan? So, hier sind wir hochgekommen. Das heißt, jetzt gehen wir wieder zurück. Zwar da, wo es runter ging. Zwar. Stehen nicht. Jetzt hast du einen nirgendwo zu sehen. Warte mal. Herr Sadik. Ulam, habe ich mit denen schon gesprochen? Moment mal. Oh, Junge, kannst du nicht mal richtig. So, Sadik. Okay. Sag mal, kennst du einen Typen namens Sorab? Warum willst du das wissen? Sag bloß, der hat dich zu mir geschickt. Irgendwie Sorab. Haben wir noch gar nicht mitgesprochen. Und was wäre, wenn? Das kann ich dir sagen. Du würdest ganz gewaltigen Ärger bekommen. Beruhige dich. Sorab schickt mich nicht. Okay. Dann hast du nochmal Glück gehabt. Aber halt. Wieso fragst du dann, ob ich ihn kennen würde? Ganz einfach. Sorab hat mir erzählt, dass du ihm sein Gold abgenommen hast. Und da wollte ich mal sehen, welcher Mann das fertiggebracht hat. Ach, so ist das. Tja, war eigentlich keine große Sache. Sorab ist zwar ein kräftiger Bursche, aber ich habe immer noch mehr drauf. Vor allem im Köpfchen. Ich könnte mich heute noch darüber kaputt lachen, wie ich ihm das Gold aus der Tasche gezogen habe. Das ist cool. Aber hast du keine Angst, dass Sorab sein... Hast du keine Angst, dass Sorab sein Gold wiederholt? Nee, wirklich nicht. Das solle man bloß wagen. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Klar, er kann mir nichts beweisen. Und an meine Truhe lasse ich keinen ran. Wer das versucht, wird ganz gewaltige Probleme bekommen. Gut, okay, dann haben wir ja den anderen, den Händler Hulam, oder wie heißt er? Hallo, wer bist du? Hallo, wer bist du? Mein Name ist Hulam, Fremde. Willst du vielleicht mit mir handeln? Du bist Händler? Was kann ich bei dir kaufen? Warten? Sklaven. Ah, ich habe zurzeit ein paar kräftige Burschen da, für jede schwere Arbeit geeignet. Interessiert? Du bist also Sklavenhändler. Ja, sagte ich doch. Also was ist? Willst du nun Sklaven kaufen oder nicht? Wenn nicht, dann störe mich nicht länger. Ich hasse es, Zeit zu verschwenden. Kennst du Sorab? Und wenn, dann geht es dich nichts an, klar? Du willst mir also nicht sagen, ob du ihn kennst. Erraten.
Doch versuche doch mal dein Glück bei Sadik. Der wird dir schon die passende Antwort darauf geben. Tja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das war's für diese Folge. Hier jetzt endlich mal in, wo war das jetzt doch mal? Amarna, genau, richtig. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder. Bis dann, tschüssi, bye bye, auf Wiedersehen und ciao.